Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Randomizer in der Smart Edition von ETV Entertainment. Bei unserem letzten Part haben wir ja neu angefangen und wir haben auch schon richtig schöne Teamkameraden. Es sind dieselben wie letztes Mal. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ist so. Ich habe nur diesmal Flemmi als Starter genommen und es Albert genannt. Morphua und Sahabu sind jetzt wieder die ersten, die hier sind. Und wir werden jetzt uns erstmal bis zum Blütenbrochwald kämpfen und dann gucken wir, was wir anders machen. Auf jeden Fall werden wir das Team so aufstellen, dass die Schwachen jetzt erstmal nach vorne kommen und hier kämpfen können, solange bis sie schwach sind. Mehr würde ich jetzt so nicht machen. Das richtige Grinding muss auch richtig eingeteilt werden, vor allem wenn es gegen Trainer geht. Viel, viel schneller als wir. Und deswegen benutzen wir hier Strategie. Nicht gut. Dann kommt Albert als Ersatz eben rein, als das bisher stärkste Pokémon. Mehr kann ich nicht machen. Und somit ist der Angriff wieder plus minus null von den Werten her. Und der Critical Hit ist somit umso harmloser geworden. Als ob der dagegen was ausrichten will. Das klingt, das sieht zwar jetzt ein bisschen wie Zeitverschwendung aus. Ah, da steckt jahrelange Erfahrung als Pokémon-Trainer drin. Sagt er, der übrigens in der dritten Arena verloren hat. War meine eigene Schuld. Wer nicht genug grindet, der hat auch der Arschkarte. Warum renne ich eigentlich nicht? Ich bin jetzt die ganze Zeit nur gelaufen. Und schon sind es wieder drei Pokémon. So schnell kann es gehen. Und weil ich jetzt diesen Teenager besiegt habe, kann ich mir hier jetzt inzwischen schon mein viertes Pokémon fangen. Oh, es ist und bleibt ein Fluch, dass ich immer dieselben treffe. Aber das ist auch kein Wunder, weil das sind die häufigsten Pokémon, die es auch am Anfang gibt. Deswegen gibt es hier keinen einzigen anderen Weg. Außer die, die man immer wieder geht. Das einzige, was wirklich noch auftauchen kann, beziehungsweise was wirklich noch anders sein kann, ist Blütenbrochwald. Also selbst da kann ich dann plötzlich noch auf ein drittes treffen. Deswegen nenne ich den auch wieder Morphman. Morphman war eigentlich nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Zumindest der Morphman, den ich im vorigen Stand hatte. Den habe ich bis auf Level 20 gegrindet und den brauche ich jetzt erstmal nicht. Wenn man nämlich sich ein Team zusammenstellt, ist man am besten nicht so wie diese Käfertypen. Benenne ich Reserve. Mir fällt gerade was ein.
Reserve ist eigentlich ein komisches Wort, welches im Englischen vollkommen andere Bedeutung hat als im Deutschen. Reserve heißt ja eigentlich sowas wie Ersatz, und Reserve an sich ist eigentlich Naturschutzgebiet, wie ein Reservat. Und hier kommen dann wieder die DREPs. Nicht besser als das. Ich mag diese Box. Die sind genau so, wie wir es haben wollen. Wenn etwas tot ist, dann kommen sie hier rein. Reserve für alle Teamkameraden, die man nicht gebrauchen könnte. Und genau Gieselherr im letzten Part hätten wir, also im letzten Spielstand, hätten wir richtig gut gebrauchen können. Genau wie Gulliver. Dieses Mal bleibt uns aber auch ein Gulliver aus. Noch. Wir können jederzeit wieder auf Gulliver treffen. Das Problem ist aber, wie kriegen wir dann das Wingull dann, wenn wir es früher treffen sollten, dazu wieder den Weg anzutreten, den auch Gulliver schon angetreten hat. Gulliver war mit Aquaknarre sehr stark. Da sind keine Zweifel. Trotzdem, wie vermeiden wir einfach den Fehler? Ganz einfach, wir grinden einfach. Kurz bevor wir bei der Arena ankommen, werden wir mal gucken, dass sich die gesamten Pokémon, die wir haben, vielleicht sogar schon im Entwicklungslevel befinden, damit wir nicht so hart grinden müssen. Und wenn wir dann zum Beispiel gegen Camillo antreten, da brauchen wir nämlich nur in die Höhle rein, können da auf dem Weg ein bisschen grinden. Und das grobe Grinden würde ich dann jetzt hier machen. Also auf dem Festland. Ist Höhlenfestland, ich weiß es gerade nicht. Hat die ganzen Trainer-Grinds und so, das sind dann mehr die Dinger, die ich auch aufnehmen werde, beziehungsweise als Einhaltung könnte ich ja mal eine Entwicklung aufnehmen. Das ist eine richtig, denke ich mal, gute Idee. Das heißt aber auch, dass unser Gameplay bzw. die Stunden sich zwar noch ein bisschen ziehen werden, aber für starke Pokémon muss man eben lange Zeit verbringen. Wisst ihr ja, wie das ist. Je besser man werden will, umso länger muss man mit seinem Pokémon Zeit verbringen. Auch wenn es nur virtuelle Zeit ist, aber wir müssen Zeit überbrücken. Es sind noch 3 Tage bis zum Prehistoric Kingdom Livestream. Und ja, wie gesagt, die Zeit müssen wir irgendwie hinter uns bringen. Und wenn dieses Video hier rauskommt, ist es schon längst passiert. Aber wo ich das jetzt gerade aufnehme, ist es noch 3 Tage bis zum großen Prehistoric Kingdom Livestream. Boah! Wenn Zigzag jetzt auch noch so einen Critical Hit bekommt, dann bin ich natürlich ganz am Arsch. Oder sowas. Damit ist man auch am Arsch, weil macht wenig weg. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Aber wir sind ein ziemlicher Vorteil. Wir können es nämlich schaffen mit Wampel. Mit Wampel schaffen wir es auch. Gut, jetzt können wir es nicht mehr schaffen, aber Alter, das war so knapp. Ah,
das schaffen wir jetzt. Selbst wenn er jetzt einen Crit bekommt, das schaffen wir jetzt. Yeah. Yes. Gut gemacht, Morpha. Giftstachel. Schmalbini. Das könnte brenzlig werden. Dann gucken wir mal, dass wir es vergiften können. Oh nein! Das kann schon schnabeln. Das kann schon schnabeln. So. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Sehr schön. Kurz vor Level 9. Ich habe dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Falsch gedacht, Mann. Trainer-Pokémon sind auch voll anders als wilde Pokémon. Wilde Pokémon sind generell schwächer als Trainer-Pokémon, habe ich das Gefühl. Trainer-Pokémon geben aufgrund der Erfahrungen, die sie im Game kämpfen bereits haben, mehr EP. Habe ich immer in Gedanken. Oh Gott. Was für ein Herzinfarkt. Da mache ich lieber so, wechsel dich. Oder mal was. Ein Quittel-Killer-Hit oder so. Albert Rech Level 9. Oh, das kann was werden. Knilz ist nicht mal ein Gift-Pokémon oder so. Um es, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, yep, Pflanzenattacke. Ein KP weg. Das kann gut werden. Ah, shit. Falscher Knopf. Giftstachel. Yep, sehr effektiv und vergiftet. So wollte ich es haben. Genau das. Das ist, weswegen ich Morpha mag. Genau dieser Nebeneffekt, der mir immer wieder das Leben retten kann. Den werde ich so beibehalten. Selbst wenn aus Morpha wieder ein Papinella werden sollte. Jetzt geht ihr mir aber echt auf den Sack mit euren Critical-Hits. Level 6. Und somit sind wir in Blütenburg City. Das ist eine der Städte, wo man auch wilde Pokémon fangen kann. Deswegen gehört das eigentlich als Nuzlocke-Challenge-Stelle mit dazu. Habe ich wieder ein bisschen Geld? Kann ich mir noch ein paar Tränke kaufen? Nein! Ein Pokéball! Ja! Das ist so ein Scheiß! So, der erste Halt ist hier bei meinem Bubby. Na, wenn das nicht definitiv männlich ist. Dann habt ihr den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hier gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal meine Fußstapfen als Trainer treten, DTW männlich.
Das sind großartige Aussichten, ich kann es kaum erwarten. Ich hätte so gerne Pokémon, bitte. Wie? Ach gut, du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten im Wiesenfuhr besuchen. Ich glaube, ich werde mich da doch einsam fühlen. Daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Hey Timmy, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Hier, ich leite dir mein Pokémon. Ja, Zigzags. Oh wow, ein Pokémon. Ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Elden-Pokéball. Oh wow, dankeschön. Hey Timmy, kommst du wirklich mit mir? Wenn es sein muss. Dieser Typ. Ich weiß nicht, wer er ist. Aber allein die Tatsache, dass er keinen Anime-Auftritt hat. Niemals einen Anime-Auftritt hat. Lässt ihn doch als sehr arm Nebencharakter dastehen. Trotzdem hat er in Omega Rubin und Alpha Saphir eine sehr interessante Entwicklung, die hier zwar auch ein bisschen dargestellt wird, aber eben nicht ganz so fokussiert eben. Man trifft ihn aber auch genauso wie hier nur. Allerdings hat er zumindest im Gegensatz zu diesem alten Spiel bei Omega Rubin und Alpha Saphir wenigstens eigenen Fans. Das ist doch schon irgendwie cool. Das soll eigentlich wirklich auch eine Art Rivale sein. Aber vielleicht ist er auch einfach underrated, weil er hat kaum Anime-Auftritt. Keiner kann ihn wirklich leiden. Und es ist auch, glaube ich, auch schon gerechtfertigt, weil was macht er überhaupt? Er fängt sich in Trasla und das war's. Danach trainiert er es. Ich habe es geschafft. Es gehört mir. Mein Pokémon. Dankeschön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und hat es geklappt? Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Hier haben Sie Ihr Pokémon zurück. Danke dir, Timmy, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Timmy. Und wenn du ein guter Trainer werden willst, hier mein Rat. Geh nach Metaros City, gleich hinter diesem Ort. Dort sollte die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Suche dann nach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arena-Leiter, auch wenn wir eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst wenn du stärker geworden bist. Dieser Wunsch hat sich leider im letzten Challenge leider nicht erfüllt. Mal sehen, ob wir es diesmal bekommen. Entschuldige bitte. Lass mich hier raten. Deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Habe ich recht? Vielleicht doch nicht. Deine Kleidung ist relativ sauber. Entweder bist du gerade erst Trainer geworden oder bist ein ganz normales Kind. Ich reise durch das Land immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Aber komm an mein Krampfhaus. Ja, das ist nämlich der Typ, der so gesagt hat, Krampfhaus. So. Ab hier können wir eigentlich rein. Guck aber erstmal, was wir fangen können. Vielleicht ein Shiny? Are you forcing me? Weißt du, was ich Morpher habe? Ich bin gerade ganz kurz davor zu schreien. Das ist nicht wahr. Mein Team war letztens viel abwechslungsreicher und... Nee, er hat daneben geschossen. Yeah. Fange ich das mal ein. Unfreiwillig.
Oh, warum gibst du was? Warum brechen die aus? Da haben wir die schon geschwächt und passiert immer sowas. Geht doch. Jetzt habe ich schon zwei Routen mit Wurm überschwemmt. Deswegen nenne ich dich Papinchen. Eigentlich ist es sinnlos. Eigentlich ist es sinnlos, einen Baumpel Papinella oder Putox Spitznamen zu geben. Der Grund ist vor allem: erstens, sie können nicht, zweitens, man weiß nicht, zu was sie sich entwickeln. Deswegen werde ich sie jetzt erstmal wegschaffen. Mehr geht nicht. Beziehungsweise besser jetzt. Bewegen, Reserve, Papinchen. So. Jetzt habe ich zwei. Es ist schlimmer als beim ersten Nuzlocke. Ich kann nicht glauben, dass es immer so viele Wurmpels bei mir gibt. Man denkt sich dann auch so, mit Randomizer wäre das nicht passiert. Aber, vielleicht machen wir später irgendwann mal Randomizer, aber nicht mit dieser Edition. Route 104. Das ist so knapp, ey. Einfach weiter ballern. Endlich ist es vergiftet. So, das wird jetzt sicher. Ja, ich glaube, der ist weg. Ja. Und somit ist Samorzel das Schlusslicht. Flösen. Oh mein Gott, nein! Was mache ich jetzt? Ich muss den Schaden muss ich abfangen. So, ein kleines bisschen. Oh, oh. Uff. Das verhindern wir jetzt. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal solche Schwierigkeiten mit so einem Samurzel bekommen. Jetzt besiegen wir es. Gut so.
Morphra erreicht Level 7 und entwickelt sich weiter zu... Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, es ist Sherlock. Yeah! Ich habe wieder ein Sherlock bekommen. Gleich mal wieder ein Sherlock bekommen. So. Da wird es sich sicher auch in ein paar Leveln wieder entwickeln. Da besiege ich doch die besiege ich noch. Die Zeit muss auch sein. Zigzag! Bei. Jetzt, wo es sich entwickelt hat, kommt auch ein bisschen mehr Verteidigung zustande. Das ist mich wirklich. Ich liebe es. Und da werde ich mich jetzt erstmal den Rest der Runden um meine Verteidigung kümmern. Das Besseres kann man nicht machen, bis das Zickzack dann schließlich so geschwächt ist. Dass ich nur noch schießen muss. Das ist dann endlich unten umfällt. Zur Sicherheit drin mache ich auch einen Trank rein. So. Giftstachel! Und da kommt schon wieder so ein. Nein! Nein! Ich hasse diese Trainer! Diese... Was? Weiß ich nicht. Irgend so eine Schnöseldame. Obwohl die keine Schnösel sind. Die jedes Mal Top-Genesung einsetzen, wenn das Pokémon kurz vorm Verrecken ist. Ich hasse diese Dinger. Weh, du machst es wieder. Bist du tot? Das war's. Besiegt. Eine Lady. Eine einfache Lady. Und die macht Top-Genesung. Dann würde ich mal sagen, dass wir uns im nächsten Part im Blütenburgwald wieder treffen. Beziehungsweise hier davor. Deswegen würde ich mal sagen, abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.